Deutschland gegen Japan bei der Fußball-WM. Die Deutschen mit einer Quote von 1,5 Favorit. Außerdem haben wir noch drei andere Spiele an diesem 23. November. Die 1,5er Quote auf Deutschland kann man natürlich so verstehen, weil die Japaner natürlich international gesehen ein etwas schwächeres Land sind als die Deutschen, haben jetzt auch die Generalprobe für diese Weltmeisterschaft gegen Kanada, einem anderen WM-Teilnehmer, zu dem wir heute noch kommen, mit 1:2 verloren. Und da habe ich eine Schlagzeile gelesen: oh, vor diesen Japanern müssen wir keine Angst haben. Aber eine Mannschaft, die den Oman mit 1:0 besiegt, die sollte vor jeder anderen Mannschaft einen gewaltigen Respekt haben, muss ich sagen. Genau, und deshalb sehe ich in der Gruppe E auch wirklich Potenzial für Überraschungen. Also ich traue unseren Deutschen noch nicht so ganz. Hoffentlich geht es auch mit einem Erfolg gegen Japan in die Gruppenphase. Ich meine, klar, wenn sie das Spiel gewinnen, dann sind sie auch dann letztendlich in der K.O.-Phase. Aber unseren Deutschen ist alles zuzutrauen. Und vor allem wird es natürlich spannend zu sehen sein, wie spielen wir. Ich hoffe ja auf manches Fußballmärchen. Da kommt ein Niklas Füllkrug, der wird nachnominiert, der... Das muss ich jetzt ein bisschen ausführen als Bremen-Fan, aber die Story ist schon ganz geil. Er ist mit Werder in die zweite Liga gegangen, ist in der ersten Liga geblieben, hat auf Gehalt verzichtet und jetzt auf einmal ist er vielleicht unser Hoffnungsschimmer im Sturm. Das sagt eigentlich schon alles. Ja, das sagt alles. Und danach, nach der WM ist er dann für 50 Millionen irgendwo auf der Insel und weiß selber nicht warum. Aber das Schlimme, Radek, das Schlimme, unsere Bayern-Spieler, Musiala, Sané, Gnabry, sind ja alle richtig geil, aber die brauchen unbedingt einen Stoßstürmer da vorne, der ein bisschen Platz und frei hält auf die Flügel. Also ich finde, mit falscher 9 oder so, da können wir nicht erfolgreich sein. Mal gucken, wer spielt. Gegen Japan sollte es so oder so reichen. Ich glaube trotzdem, es wird ein knappes Ding. Ja, davon ist auszugehen, man kann jetzt unmöglich eine Mannschaft, die in den letzten drei Spielen 1:0 gegen den Oman gewonnen hat, 3:3 gegen England ist noch das Beste, aber gegen Ungarn auch 0:1 verloren hat, kann man eigentlich überhaupt niemals die Favoritenrolle gegen irgendein anderes Team zuschieben. Also schwach, Schande über Deutschland, aber alles, was du auch sagst, wir haben eigentlich vom Kader her, das haben wir immer schon, eine der besten Mannschaften in jedem Turnier, ist ja klar, aber... es ist halt einfach nicht so geil, was die Deutschen halt da performt haben. Und auch die letzte WM war einfach grottig. Mit Hansi Flick war es ja erstmal ein bisschen besser, aber dann eben auch wieder nicht. Nur 2 Siege im Länderspieljahr 2022 für Deutschland. Und das waren gegen Fußball-Giganten wie Israel und ja, Italien. Okay, das ist ja wirklich ein Gigant. Naja, aber das wiegt die ganzen anderen schwachen Spiele nicht auf. Italien ist ja sogar bei der WM nicht dabei, also so gut. Naja, genau so. Guter Punkt. Also die sind ja auch keine, also gegen die kannst du schon mal gewinnen. Aber Japan auf der anderen Seite müssen wir uns natürlich auch ein bisschen genauer anschauen. Und es stimmt natürlich, vor denen braucht man keine Angst haben, wenn die gegen Kanada 2:1 verlieren. Aber wer die Japaner kennt, der weiß, das sind natürlich auch Taktikfüchse. Die haben das natürlich gewusst. Jetzt schaut die Welt auf Japan gegen Kanada. Da lässt du natürlich nicht deine Kronjuwelen spielen, sondern halt irgendwie nur die sich verletzen können, weil die sich auf keinen Fall verletzen können, die schonst du natürlich ein bisschen. Und dementsprechend werden die Japaner gegen Deutschland 120% motiviert sein, ihr A-Game abrufen, wie man im Pokern so schön sagt, und eine 0:1 Niederlage gegen Brasilien, das ist ungefähr sowas, was wir hier vielleicht auch erwarten können aus Sicht der Japaner. Sie werden den Deutschen alles abverlangen, defensiv gut stehen, mauern bis zum Umfallen, und wenn sie Glück haben, dann macht Deutschland hinten irgendeinen krassen Bock bei einem Freistoß von irgendeinem Japaner, weil schießen können die. Und trotzdem, Deutschland sollte das Spiel knapp gewinnen, vor Japan Angst haben. Bräuchte man eigentlich auch nicht, aber da ist man halt ein bisschen gebranntes Kind, wenn man halt sich auch an Südkorea erinnert von 2018. Ja, ist ja alles das Gleiche, ne? Ja. Aber vor Japan braucht man wirklich keine Angst haben. Allerdings sollte man halt Angst vor Deutschland haben, weil die können wirklich gegen jedes Team verlieren oder unentschieden spielen. Also gerade 1:0, glaube ich, werden wir irgendwie gewinnen und dann werden wir uns feiern, dass wir 3 Punkte haben. Naja, mir ist das ja komplett egal. Also ich habe tatsächlich, das sage ich jetzt auch noch, heute das Spiel von Katar gegen Ecuador angeschaut. Ja, zeig mal deine Rolex.
Nee, das nicht. Aber habt ihr es auch gesehen? Was mich vor allem aufgeregt hat, war natürlich Bela Reti. Also total viel Unfug, was er so erzählt hat. Na, und echt? Warum man jetzt, das wäre das erste Mal. Ja, ich weiß. Und warum jetzt auf einmal nicht mehr Katar heißt, sondern Katar. Die ganze Zeit wird über Katar gesprochen. Trotzdem habe ich auch die Reportage motiviert durch die Wochenshow angeschaut über die WM-Vergabe von... Heute Show, meinte. Heute Show, genau, danke. Von Jochen Breyer war es, glaube ich. Und das hat mich so motiviert... Jochen Breyer, meinte. Ja, scheiß drauf. Ich habe halt schon was intus. Auf jeden Fall hat mich das sehr motiviert, das Spiel jetzt anzuschauen, das Eröffnungsspiel. Das ist schon Wahnsinn. Also Katar, die... Von hinten haben sie sich die Fußball-Weltmeisterschaft geholt und jetzt spritzen sie dir von vorne mit Anlauf ins Gesicht. Also das Hälfte des Stadions beim Eröffnungsspiel der eigenen Mannschaft, das Stadion, das war halb leer. Stell dir das mal vor nach 30 und 60 Minuten. Aber deshalb haben die Kameramänner nur noch das Spielfeld gezeigt und dann hin und wieder die ecuadorianischen Fans und dann halt auch noch diese angeblich gekauften Katars. Also finde ich ein bisschen respektlos. Da haben sie schon so Stadion in die Wüste gestellt, wo Tausende von Leuten gestorben sind und dann geht nicht mal einer hin. Also ja. Jeder, der da nicht war, sollte sich mal schämen. Bela Redis Begründung war dafür, ja, das Stadion ist ja auch eine Stunde Autofahrt weg von Doha. Da denke ich mir auch, wenn du bei Bayern München ins Stadion gehst, da kommst du nicht mal nach einer Stunde aus dem Parkhaus raus, ja, während oder nach dem Spiel. Vor allem, ich wohne wirklich, ich sehe von meinem Wohnort die Allianz Arena und ich habe mir mal gedacht, ja, da fahre ich ja mit dem Auto hin, da musst du halt so einen Bogen fahren. Und ich bin dann im Stau gestanden und habe fast eine Stunde gebraucht, dann bin ich mal mit dem Rad hingefahren, da war ich in 15 Minuten da. Also wir schweifen aber gefühlt ein bisschen ab, aber gut. Spanien, Costa Rica, zwei Spanisch sprechende Länder, wunderschöne Länder. Eins schöner als das andere, aber die Spanier viel zu hoher Favorit. Sag mir warum. Das kann ich dir nicht sagen, weil Costa Rica ist doch auch eins dieser unangenehm zu spielenden Teams aus Nordamerika. Und wenn du da guckst, Nigeria. Mittelamerika, meint er. Aus was? Mittelamerika. Ja, ich mache das extra, damit du mal von der Seite kommen kannst. Ja, es ist wichtig. Ich habe ja als Stilmittel gesehen oder mal gelesen, dass man soll immer Fehler irgendwo in seine Videos einstreuen, weil das hält die Zuschauer beim Nachdenken. Nicht, dass du meinst, du kannst jetzt hier auf Konsument machen und hier nur passiv konsumieren. Du musst schon hier mitdenken, sonst erzählt dir der Junge nur Quatsch. Aber was kein Quatsch ist, ist natürlich, dass die Costa Ricaner natürlich auch bei Weltmeisterschaften relativ positiv aufgefallen sind. Und diese Helden mit Keylor Navas und Co., die sind immer noch aktiv, aber werden natürlich nicht jünger. Und auf der anderen Seite, was die Spanier halt auszeichnet, ist, die haben halt schon seit jeher einfach ein starkes Mittelfeld. Aber irgendwo im Sturm hapert es ein bisschen. Und das wiederum können die Costa Ricaner relativ gut verteidigen. Auch wenn sie gegen Panama zwei Tore kassiert haben, wie auch immer, sollten auch die Spanier hier es nicht allzu einfach haben. Dafür ist die 1,17er-Quote zu niedrig. Auch wenn die Spanier vielleicht am Ende 2-0, 3-1 oder sowas gewinnen, keine Option hier auf so eine niedrige Quote zu gehen. Auch nicht mit Asian Handicap, weil wenn die 3-Wege-Quote schon so mies ist, dann macht es das ja auch nicht besser, wenn du noch mehr Risiko gehst im Asian Handicap. Und ja. Über Tore vielleicht, weil ich sehe hier schon das erste Spiel, wo ich sage, 3 oder 4 Tore kommen garantiert. Ich glaube schon, dass es, wie du gerade gesagt hast, 3-1, 3-2, 4-2, 4-1 ausgeht. Also ich glaube schon, dass Spanien gerade, genauso wie Costa Rica, die werden hier keine klimatischen Probleme haben. Also es ist ja auch krass, die Luftfeuchtigkeit, was man da auf dem Platz gesehen hat. Aber ich glaube, das wird das erste Spiel sein und ich hoffe, bis Mittwoch werde ich nicht lügen gestraft, wo dann wirklich 3 oder 4 Tore fallen werden, mindestens. Ja, könnte man sich vorstellen. Dann wären beide Treffen vielleicht auch nur eine Option. Ich weiß nicht, das ist halt 100% Quotenfehler. Eine 3,3, so eine hohe Beide-Treffen-Quote, habe ich eigentlich fast noch nie gesehen. Aber ja, das heißt ja eigentlich nur, dass die Buchmacher davon ausgehen, dass die Costa Ricaner keine Tore schießen können. Aber
Chris Kastodian sagt ja. Und dementsprechend wäre das doch eine Top-Wette, wenn man hier eine ganz normale kleine Einheit draufsetzt. Eine 3,3er-Quote dafür, dass Costa Rica ein Tor schießen kann. Why not? Marokko gegen Kroatien. Sehr interessant, dass die Marokkaner hier die Nummer 22 in der FIFA-Weltrangliste sind. Hätte mich jetzt auch überrascht, wenn mir mich jemand raten hätte lassen, hätte ich irgendwas mit um die 40 wahrscheinlich gesagt. Dass Kroatien nur 12. ist, ist vielleicht eine andere Überraschung. Wir haben hier den Vize-Weltmeister und auch eine Mannschaft, die in den letzten Spielen durchmarschiert ist wie ein Messer, ein warmes Messer durch Butter. Und sie haben auch zweimal Weltmeister Frankreich besiegt, die Dänen besiegt, Österreich besiegt und die unfassbar guten Saudis besiegt in Saudi-Arabien, um sich zu akklimatisieren. Aber Marokko ist natürlich ein unbeschriebenes Blatt für europäische Mannschaften. Die haben jetzt auch keinen namenhaften Gegner gehabt. Dafür finde ich die Quote fast ein bisschen zu hoch für Kroatien. Ja, Chile finde ich jetzt nicht verkehrt. Die sind ja eigentlich auch WM-Teilnehmer hin und wieder. Also so oder so gefällt mir die Zweierquote auf Kroatien auch. Das muss reichen. Ja, definitivo. 2,07. Und Belgien ist hoher Favorit gegen Kanada. Und auch da kann man sich fragen, warum hat jetzt zum Beispiel Spanien gegen eine Mannschaft, die Fußball spielen kann wie Costa Rica, eine 1,17, aber eine ähnlich gute Mannschaft wie Belgien gegen eine Mannschaft, die eigentlich Eishockey spielt wie Kanada, eine 1,54. Und jetzt da denkt jeder vielleicht so instinktiv, ja, aber die haben doch Alphonso Davies, ja, und die haben diesen anderen Typen, den keiner kennt, und dann ist Davies nicht dabei und den anderen Typen kennt immer noch keiner und es ist immer noch ein Eishockeyland. Also und bitte. Die waren ja selber überrascht, dass sie überhaupt bei der Weltmeisterschaft dabei sind. Ja klar, wir Kanadier. Ja, die haben das gefeiert ohne Ende, wir haben es endlich mal geschafft. Also die Jungs sind irgendwo da anzusiedeln, wo halt, ein bisschen über Katar auf jeden Fall, irgendwo bei Saudi-Arabien dann wahrscheinlich. Also die Quote hat definitiv Value, da brauchen wir nicht drüber reden. Da kann man sogar Asian Handicap minus 1 sich das Ganze noch zum Verdoppler machen. Aber Kanada künstlich jetzt nur, weil es ein großes Land ist, im Fußball großreden, das machen die ja selber nicht. Ja, und weil sie halt Japan geschlagen haben, aber finde ich gut, dass die sich selber nicht großreden, weil wer How I Met Your Mother gesehen hat, der weiß natürlich, dass die Kanadier das freundlichste Volk der Welt sind und auch auf dem Fußballplatz, wenn die angeschubst oder angerempelt werden, dann entschuldigen die sich und so sind halt die Kanadier drauf, deswegen die Belgier, die werden ihnen schon ein paar mitgeben. Und mit Asian Handicap minus 1 kriegst du dann hier eine Quote von 1,91 und das ist doch super. Und ein Punkt dazu noch, wenn jemand das Asian Handicap minus 1 liefert, wenn man es fordert, dann die Belgier. Genau, die sind ja dafür bekannt, schwache Teams wegzuknallen und dann beim ersten guten Gegner auszuscheiden. Ja, so halbwegs. Gut, das war's für diesen Spieltag. Schreib deine Tipps gerne in die Kommentare und dann sehen wir uns wieder für die letzten beiden Gruppen dieser Vorrunde und erst am ersten Spieltag. Deutschland! Deutschland! Warum hast du mich hängen lassen? Ja, ich bin nicht für Deutschland.